Hey, ihr zerschmaddelten Korpus da draußen, willkommen zurück zu Dead Space. So, und dann auch ganz kurz, wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr möchtet. Und zwar geht ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung, wählt hier oben die Plattform aus, für die ihr das Spiel kaufen wollt. Geht auf Dead Space vorbestellen, wählt hier unten noch die Edition aus, Standard oder Deluxe, wie ihr möchtet. Dann hier auf Ansehen und in dem aufploppenden Feld gebt ihr einfach meinen Promocode ein, nämlich Bruga, Code anwenden und das war's schon. Oh, ich lieb's, Leute, ich lieb's. Weiter geht's. Erstmal schön, dass ihr aufs Video geklickt habt. Und ich hoffe, wir haben eine gute Reise zusammen. So, warte mal, was mache ich jetzt? Ja, finde die Platine. Natürlich bin ich wieder mal krank. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ist ja immer so. Ich bin ja irgendwie nie mal gesund. Ein bisschen länger als ein paar Wochen, weil Kita-Seuche, ne? Ihr wisst ja, mit Kind ist immer ein Erlebnis. Was die mal an Viren anschleppen, wunderschön. Was geht eigentlich in die Richtung noch, wenn ich das umlege auf die Seite? Dann geht die andere Tür auf wahrscheinlich. Willkommen zum Wartungssektor. Oh, sieht so geil aus, Leute. Es sieht einfach nur geil aus, alles. Zerplatzt. Geile Sache. Alter. Die Stase ist hier so viel notwendiger als noch im Originalspiel, stelle ich gerade mal wieder fest. Guck mal, da ist gar keine Tür. Normalerweise ist hier... Ne, warte. Da auch nicht. Normalerweise ist hier der Raum, wo die Platine drin ist, aber jetzt hier ist es nicht so. Also sie haben es einfach mal alles geändert, wie geil. What the fuck? Alter, schön in mein Herz, ne? Das ist nicht gerade im Spiel nur so. Scharfschütze. Ein Achievement habe ich bekommen. Alter Schwede, ey. Oh nein, ich muss da Strom einschalten, ja. Das ist so geil, Leute, das spielt sich halt wie ein komplett neues Spiel, weil alles ein bisschen anders ist. Als hätte sich da jemand sehr, sehr krasses dran gesetzt, der hat eine Mod draus gemacht. Geil, einfach geil. Oh, ich lieb's. Man ist aber ein bisschen skeptisch bei Remakes, ne? Aber hier... Wünschte ich jetzt schon Telekinese. So, Chinese. Komm nur. Die Geräusche, die die Typen machen, oder? Und führt die Leitung hin. Ja, nur um sicher zu gehen, dass die ja wirklich tot sind, die Affen. Das ist eine Ärsche. So, da führt die Leitung hin. Ich denke, die ganze Zeit hinter mir ist irgendjemand. Das ist so krass mit dem Sound. Oh, Textlog. USG Ishimura Abteilung Luft- und Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparaturen Missionstag 2. Effekter vorderer Gyroantrieb und so weiter und so fort. Ja, das war's. J. Wright, Ingenieur, oder zweiter Ingenieur, Wartungssektor.
Okay. Das war auch schon richtig, oder? Wie das aussieht. Boah. Sehen das Vieh. Alter, das ist einfach viel zu dunkel. Aber so soll's. Oh, schnell weg jetzt. Oh Mann, ey. Das ist richtig krank. Das Licht ist aus hier. Alter Schwede, die kommen halt echt von allen Seiten, diese Penner. Ich glaube, da werden echt manche Probleme haben mit dem Schwierigkeitsgrad. Also nicht auf hart spielen zum allerersten Mal. Warte mal, ich mach's doch mal ein bisschen heller. Ey, es ist... Ich weiß auch nicht, ob es nicht zu dunkel ist, um es zu genießen. Ich mach's halt immer ein bisschen heller schon in der Nachbearbeitung, aber... Ja. Sieht man auch wieder was. Und Textlog. An M. Smith von Jay Wright, betreff Pokerabend. Ich halte das von Rickling fern, falls Benson mithört. Willst du heute Abend pokern oder lässt du Caitlin wieder weiter mit deinen Credits rumlaufen? JFW. Aha, also Jay Wright. An Jay Wright von M. Smith, betreff Pokerabend. Ich bin dabei, aber kannst du Pavy dieses Mal nicht einladen? Ich weiß, dass es sich immer noch die Schuld an Sarossis Unfall gibt, aber niemand will sich diese verdammten Albträume anhören. Vor allem nicht den, mit dem er sah, wie Sarossi aufstand und mit halbem Kopf herumlief. Und mach dir deswegen keine Vorwürfe. Ich meine es ernst, das macht mich fertig. Letzte Nacht hatte ich einen dieser Träume, von denen man aufwacht. Aber mein Dad saß neben meinem Bett und redete mit mir. Es fühlte sich echt an, dass ich den ganzen Tag aus dem Augenwinkel gesehen habe. Also ihn den ganzen Tag aus den Augenwinkeln gesehen habe. Und glaub mir, dieser Mistkerl sollte lieber tot bleiben. Smith. Ja, so fängt es an, diese Albträume, die einen wirklich komplett zerstören. Da ist die Platine. Ich kann nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich habe die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniels, mach dich bereit. Aha, Ausrüstung. So, Waffen kann man ausrüsten. Aufrüsten und neue Upgrades freischalten. Upgrades können jederzeit im Austausch gegen Credits zurückgesetzt werden. Das ist auch neu, sehr cool. Verbessere die Fähigkeiten der ausgewählten Waffe oder des Rigs, indem du Energieknoten und in ihr Upgrades-Diagramm investierst. Neue Upgrades. Um Zugang zu einzigartigen Upgrades zu erhalten und das Upgrade-Diagramm der Waffe zu erweitern, bringe Upgrade-Teile zur Werkbank. Vielleicht werde ich doch mal die anderen Teile ausprobieren, die anderen Waffen. So, Schaden, 100.000 Punkte, Nachladezeit... Kapazität, Feuerrate, Stasezone, Sauerstoff, Stasedauer, Chinese, Wurfschaden, Stase, Energie und Chinese Reichweite. So. Schaden würde ich sagen natürlich. Oh, man sieht noch nicht die anderen, was die machen. Seht mal. Clever. So, ich werde einen Punkt aufheben. Ihr wisst ja auch warum wahrscheinlich. So, sollte man nicht gleich alle rausballern. Weil die Knoten. Die brauchen wir noch für andere Sachen.
wieder einer, ne? Oh nein. Kann Isaac auch richtig schnell rückwärts laufen. Oh mein Gott. Medipack. Ne, auf die Tricks falle ich nicht rein. Wenn ich da einen liegen sehe, der noch intakt aussieht, dann ist er nicht tot. Ist so geil, dass das Blut an ihm kleben bleibt immer noch, ne? Krass. Ich bin jetzt hin verschwunden. Aha. Was zur Hölle? Alter. Ah, da wäre noch ein Energieknopf. Scheiße, ey. Boah, ist das krass. Ich feiere es so sehr. Boah, ich bin wieder da. So, ich habe nur Kendra. Warten die nicht da die ganze Zeit? Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Ja, sogar die Stimme ist neu. Ah, da sind sie. Alles sauber. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Immer echt krass aus, außer von der, so alles so ein bisschen schrottig, so wie hier auf Event Horizon. So sehr derbe irgendwie. Oh. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Aha, kehre zu Kellen zurück. Hört mal die Sounds, Alter. Das ist so gut. Das Sounddesign einfach mal wieder. Das Aufbegehren der Blechbläser. Oh. Alter! Einfach so ohne Vorwarnung fliegen über die Lüftungsschächte raus. Innenleben. Oh mein Gott, das packt mich total. So gut.
Mal ein bisschen gucken, ob da was Neues ist. Läuft aber auch ganz schön schnell. Ich trau keinem Raum, wo hier so ein Luftschacht drin ist, Leute. Oh! Au. Wenn nämlich hätte die große Heilung benutzt. Dafür habe ich nicht so viel, habe ich nicht viel genug verloren. Eins muss ich bemängeln, das Trefferfeedback ist nicht so geil. Weil ich find's cool, wie man so das Fleisch runterschält, aber die zucken halt. Ja, die zucken auch wiederum nicht zurück, die Gegner, wenn man da trifft. Die empfindlichen Stellen. Isaac, wir sind auf der Brücke, aber. Hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Ich find's echt unheimlich, dass diese Puppen hier überall rumstehen. Scanning. Ist der Typ eigentlich noch an Bord? Ja, ist er noch, oder? Sitzt noch da. So jung aus, ne? Nicht so die graumelierten Haare, sondern. Ja. Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller. Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac. Wir müssen die Kellion reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Wie gut. Hätte mitkommen sollen. Mit einem gebrochenen Knöchel. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Los! Oh nein. Oh nein. Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen?
Kein Stück. Die Signalsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain. Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Ich finde das krass, dass sie das hier komplett anders gemacht haben. Vorher musste man wieder rausrennen aus der Kerle und jetzt hat es uns rausgeschleudert. Heftig, heftig. Ja, immer noch die Videos laufen. Ah ja. Schon geil, wie alles hochfährt, dann so. Oh. Ja, voller Blut alles hier. Das flüstert überall immer. Das ist in unserem Kopf. Was? Kann ich nicht sterben? Nicht jetzt. Nichts. Ja, nicht jetzt. Iss mich. Wir haben meinen Jungen gegessen. Alter. Das K-Kern, guck. Ha. K kann kochen. Ich habe auch neue Musik komponiert, höre ich. Diese Streicher sind auf jeden Fall neu. Es ist stellenweise doch sehr, sehr, sehr dunkel, ne? Na gut, ist halt der Stil. Ich mag's. Nur, wenn man den Vorgänger gewohnt ist, das war mehr ausgeleuchtet, habe ich das Gefühl. Hat echt viel Munition. Oh. Ach du Scheiße. Du hast das ganze Fleisch vom Oberschenkel genagt. Hier. Again, rig to unlock workstation. Ah. Lass ich eigentlich die Wiki auf uns warten? Oh, der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen und Lagern von Gegenständen zur späteren Verwendung. So, ich kann Gegenstände für Credits kaufen, Schemata zum Shop bringen und kaufe Inventargegenstände oder lege sie ins Lager. Wenn das Inventar voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager legen, um sie später zurückzuholen oder zu verkaufen. Das Lagersystem kann über jeden Shop aufgerufen werden. Bonusinhalte sind verfügbar. Lager. In deinem Lager kannst du sie abrufen oder aktivieren. Bonusanzug verseucht. Bonusinhalte sind verfügbar. Bonusanzug Risiko. Letzter Überlebender. Geheiligt. Blutig. Alter! Gib dich dem Marker hin und wappne dich mit seinen Worten, machen dir die Brüder vollkommen. Ist dir wieder eingefallen, wessen Blut das ist? Die Farben des IDF Ingenieurkorps, die nach dem Sieg über die Kanomara Chaos Iceworks auf Europa während der Ressourcenkriege geführt wurden. Wenn man eine geliebte Person retten will, kann ich da mal der Tod einen aufhalten. Letzter Überlebender. Für die verlorenen Seelen, die in den Tiefen der Ishimura vergessen wurden, hat das Überleben einen hohen Preis. Und... klassischer Anzug. Verkauf aber nichts, das wäre echt doof. Medipack. Anzug Level 2. Ich habe 10.800 Credits. Perfekt.
Oh, jetzt kommt erst der geilste Dinger, der Anzugwechsel. Dun, dun, dun. Oh, man sieht schon, die ganzen Schienen sind mehr geworden auf den Armen. Beim Rippenkäfig, da sind mehr von diesen komischen Schienen. Und überall so ein paar mehr Metallteile dran, das ist schon sehr fetzig. Fetzig. Aber können wir jetzt noch einen anderen Anzug? Ich zeig mal alle, komm. Geheiligt. Guck mal, auch das Visier vorne ist ein bisschen mehr zu auf jeden Fall. Alles so ein bisschen Silber jetzt, ne? Und da Gravuren drin. Ja, sind überall solche Zeichnungen drauf auf dem Helm und so weiter. Blutig. Ja, ja, diese verrückte Unitology-Kirche. Ja, einfach nur Blut drauf, als hätte ich gerade gekämpft. Ja, ist das nicht so mein Favorit? Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was für ein Anzug ich bevorzuge. Oder? Ihr wisst es, welchen Anzug ich nehme. Risiko. Ja. Ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen blau. Blau-Silber. Das sieht komplett anders aus. Alter Schwede, sieht ja gut aus. Richtig cooler Anzug. Okay, ich habe glaube ich meine Meinung geändert, was der coolste Anzug sein könnte. Der hat ein Geweih. Hat er echt jetzt so ein Hirschgeweih dann? Der sieht richtig polished aus, richtig so militärmäßig. Wirklich. Das sind Ohren und Finger. Alter. Das ist nicht mal ein echtes Geweih, das sind Hände. Alter. Aber den würde ich mir jetzt mal so angucken. Alter, der hat sich echt Hände an den Kopf gesteckt, dass es aussieht wie ein Geweih. Da drauf hat er noch so ein Radioaktivzeichen oder so ein Nekromorph-Schädel am Gürtel hängen. Ach du Scheiße, die Anzüge sind echt der Banger, Leute. Auf die Idee musst du erstmal kommen mit den Knochen. Also mit den Händen. Das ist geil, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Ich finde, ich bin hin und weg, hin und weg. Das hier gefällt mir richtig gut vom Design. Macht man wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen durchdreht, weißt du? Da fängst du an, deine Feinde zu tragen als Trophäen. Oh, geil. Guck mal. Ja, ich glaube, das ist mein Lieblingsanzug. Was zur Hölle? Guck mal, der ganze Kopf. Oh, ich muss mal die Details mal angucken. Er hat sogar ein Loch im Kopf. Und da fehlt das ganze Hirn. Guck mal, man kann durchsehen. Bauch ist komplett weg. Zähne. Guck mal, der Schädel ist irgendwie gedreht. Hier an der Seite ist die Nase. Ich weiß halt nicht, ob es nur mit der Collector's Edition oder Vorbesteller ist, weil ich habe es ja von EA bekommen. Das ist so geil. Ich werde jetzt mal ein bisschen mit dem Anzug herumlaufen. Und dann später nämlich wieder den normalen, weil irgendwie passt ja auch nicht so ganz zur Stimmung, oder?
bin ja gar nicht mehr Isaac, ich bin jetzt so ein Zombie irgendwas. Bank. So, Bench, also Workbench, ne? Nicht Bank wie Bank, sondern Anzug Level 2 Diagramm erweitert. Ah ja. SZE Stasezone, okay. EP Dauer der Stase. So, Plasma Cutter, Kapazität, Nachladegeschwindigkeit. Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Aber mehr geht nicht, nur einmal Nachladen. Gut, die anderen sind nicht aufgedeckt, ne? Lass mal neue Knoten einschalten wieder. Ich bin so ein bisschen verliebt in diesen Anzug, Mensch. Boah, das ist halt alles komplett neu hier. Normalerweise kommt man ja zum Monorail. Aber wir jetzt hier nicht so, ne? Oh. Armes Schwein. Oh! Sicherheitsfreigabe. Level 1 erforderlich. Okay. Dragonfly. Making the virtual real. Depot für medizinische Güter. Willkommen an Bord. Medizinisches... warte, was? Nee. Bitte den Rig des Captains. Ah, guck mal, wir fahren gar nicht mit der Monorail. Intensivstation. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich mache ja schon mal Schluss. Ja, nächstes Mal geht's weiter. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Geh mal zurück zum Speichern. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, weil es... Es ist so anders alles und so geil einfach. Ich freue mich sehr darauf. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder zu Dead Space, ne? Wisst ihr Bescheid. Bis dann. Tschüss.